Bund kickt gut ist unser Thema heute bei Mensch Meier. Und Rüdiger Heitz ist immer noch bei uns einer der Mitbegründer. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, die armen Münchner Kinder, die auch so gerne auf der Straße Fußball spielen, dürfen die mitmachen? Ja, die sind dabei, natürlich. Und sollen auch, werden auch natürlich gewünscht. Sind vielleicht, Entschuldigung, im Moment nur 10% der Teilnehmer, die wirklich. Ja, ich sage, für mich sind natürlich alles Münchner Jugendliche, Münchner Kinder. Die Frage ist natürlich, welchen Pass tragen sie? Sie meinen wahrscheinlich jetzt natürlich die, die den deutschen Pass tragen. Ja. Oder eben die, die eben auch schon lange hier wohnen. Also es sind Kinder mit deutschem Pass natürlich dabei, melden auch eigene Mannschaften teilweise an oder sind ohnehin durch ihren Freundeskreis schon längst auch ein bunt gemischtes Völkchen. Aber sind 10% nicht zu wenig, wenn Sie sagen, dass es ja auch um Integration geht und um Toleranz geht? Sind dann 10% Einheimische in Anführungsstrichen, sind es dann nicht zu wenige? Wenn man mal erst die Relation sieht, dass, ich meine, Zahlen sind ungefähr bei über 30% der Münchner Jugendliche haben natürlich keinen deutschen Pass. Und unser erster Ansatz natürlich war, die vernachlässigten ausländischen, nicht deutschen Kinder zu berücksichtigen. Dann ist es natürlich ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Eines muss natürlich dann gleich auch festgestellt werden. Wir haben ein erstens mal niedrigschwelliges Angebot. Das heißt, es trifft vor allem auf Kinder und Jugendliche, die sonst oft nicht viel Zugang zu irgendwelchen Freizeit- oder Bildungsmaßnahmen haben. Und viele der Jugendlichen kommen aus schwierigeren auch Bildungsschichten. Viele Schüler sind aus Fördereinrichtungen, Förderschulen, sind aus der Hauptschule. Und das ist natürlich da, wo auch dann der Prozentsatz der deutschen Kinder bedenklich oder erheblich abnimmt. Das heißt, da sind wir sogar vielleicht nur leicht unter dem tatsächlichen Querschnitt, wenn man die Innenstadt-Schulverhältnisse anguckt, wo Klassen halt wirklich auch mit 95% nicht deutschen Kinder. Deutsch als erste Fremdsprache, ja, klar. Ja, wo Deutsch zur ersten Fremdsprache wird. Wir sind eigentlich jetzt auch erstmal bemüht, auch die anderen Jugendliche, die nicht einen Fluchthintergrund nach München als Ausländer gebracht haben, mit zu integrieren. Das heißt zum Beispiel unsere ganzen europäischen und EU-Mitglieder, Jugendliche, die gehören dafür nicht in diesen gesamten Bereich eigentlich auch. Die wird die deutschen Jugendlichen einordnen würde dazu. Es gehören unsere ganzen Jugendlichen, die aus der Türkei in der ersten, zweiten oder sogar dritten Generation bereits hier leben. Die Jugendliche, die kommen immer verstärkter jetzt in die gesamte Liga rein, melden eigene Mannschaften an und stellen jetzt quasi so 50 bis ja, über 50% der Teilnehmer dar. Die Jugendlichen mit Fluchthintergrund, würde ich sagen, sind weit unter 50 in der Zwischenzeit gerutscht. Sie spielen im Winter in der Halle, das ist naheliegend bei unseren klimatischen Verhältnissen. Im Sommer dagegen ist es eine tatsächliche Straßenfußballliga. Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Machen Sie die Leopoldstraße dicht, dann sagen Sie so, die nächsten 3 Tage ist hier Bund kickt gut? Einmal im Jahr, ja. Einmal im Jahr während des Streetlife-Festivals sind wir auf der Leopoldstraße und bieten da unser Bund kickt gut Turnier, Streetlife-Turnier an. Mhm. Ja, aber so kann man sich nicht ganz vorstellen. Was wir anbieten, ist ja zunächst mal einen organisatorischen Rahmen und mit dem organisatorischen Rahmen bieten wir Jugendlichen an, mit Kleinfeldmannschaften sich bei uns anzumelden. Das heißt, Kleinfeldmannschaften sind wie viele? Mindestens 6 Jugendliche und während der Saison dürfen dann allenfalls noch 6 weitere Jugendliche dazugemeldet werden, nachnominiert, nachgemeldet werden. Das ist auch aus vielen Erfahrungen heraus genau geregelt worden, genauso wie die Altersgrenzen und die Altersgrundsätze. Aber Ziel ist dabei, dass die Jugendlichen möglichst erreichen, sich selbst zu organisieren. Wir versuchen dann einen hohen Zuverlässigkeitsgrad zu erreichen. Und die Jugendlichen sind dann, während sie dann eben auf ihr nächstes Punktspiel warten, damit beschäftigt, auf dem Bolzplatz, auf dem Rasen, auf der Straße, die meistens für die Kinder zum Fußballspielen leider nicht mehr zur Verfügung steht, was aber durchaus ein Wunsch und eine Forderung sein könnte, dass wir da natürlich auch im Prinzip einen gewissen Impuls dazu beitragen, dass wir den Raum, den öffentlichen Raum für Kinder und Jugendliche wieder verstärkt bereitstellen lassen können. Das ist dann der Job dieser Jugendlichen, eben sich selbst dann eben zu organisieren, zu trainieren. Das nächste Punktspiel steht vom Spielplan her fest. Und auf das können Sie sich freuen. Die Punktspiele selbst dann wieder in der Liga, die finden auf Bezirkssportanlagen der Stadt München statt, auf dem geteilten, auf dem halben Großfeld, wie auf dem regulären Fußballplatz mit den sogenannten E-Jugend-5-Meter-Toren. Wir reden jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich eigentlich nur über die Jungs. Es gäbe natürlich auch ganz viele Mädchen und die befinden sich ja durchweg nicht in besseren Situationen, wenn es jetzt gerade um Flüchtlingskinder geht.
Dürfen die denn auch? Also ist es schon eine fortschrittliche Liga, in der auch der Damenfußball großgeschrieben wird? Oder ist das so ein Projekt für die Zukunft? Naja, die Zukunft ja auch in dem Sinn, dass wir es noch stärken wollen. Dass wir natürlich ganz gezielt noch mehr Mädchen in die Liga holen wollen, als ohnehin schon da sind. Aber es sind natürlich Mädchen auch mit eigenen Mannschaften. Die Harras Ladies spreche ich nur mal an. Oder auch der Postsportverein hat eine eigene Mädchenmannschaft angemeldet gehabt. Es gab früher eine ganz eigene Mädchenliga. Es war aber rein unterkunftsbezogene Situation damals noch gewesen. Da hatten wir 7 Mädchenmannschaften in der Liga. Und jetzt machen wir gerade wieder einen verstärkten auch Effekt auf die Werbung hin, dass Mädchen teilnehmen. Und es kommen auch heute und in der letzten Woche einige Anmeldungen jetzt von Teams oder von Freizeitheimen, die ganz gezielt eine Mädchenmannschaft oder eine gemischte Mannschaft in die Liga schicken wollen. Was wir nicht tun, ist jetzt eigene Mädchenligen zu kreieren, sondern wir lassen die Mädchen dann in der jungen Liga oder in der gemischten Liga spielen. Mhm. Das heißt, Mädchen dürfen immer ein Jahr älter sein als Jungs. Das ist eine der Regelungen dabei. Und können sich dann entweder als homogenes Team oder eben als gemischtes Team anmelden. Und sie dürfen älter sein. Na, das ist ja mal klasse. Das ist eine Ausnahmesituation bei Ihnen in der Liga. Das Projekt genießt einen wahnsinnig guten Ruf. Also Sie sind vom Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Der OB Christian Ude hat Sie ausgezeichnet. Das ist natürlich schön, Anerkennung zu haben. Aber ich glaube, das ist auch ganz schön teuer, wenn man irgendwie 1500 Kinder logistisch alleine schon mal unterbringen muss. Und selbst wenn die mithelfen und mitorganisieren, bleibt da ja doch relativ viel noch an Ihnen hängen. Wie finanzieren Sie sich? Ja, können wir kurz darlegen. Eine Sache, die leider schade ist, dass solche viele Preise nicht dann eben sich in Bares umsetzen lassen. Es ist trotzdem immer noch schwierig, das ganze Projekt zu finanzieren und schafft natürlich dafür auch Kreativität, muss man sagen. Denn man muss natürlich trotzdem gucken, dass man das Ganze im Laufen hält. Wir haben circa 30 Ehrenamtliche, die also uns wirklich fast nichts dann eben kosten, vielleicht mal die Fahrtkosten, vielleicht irgendwelche Aufwandsentschädigungen, die notwendig werden. Und ohne diese Mitarbeiter wäre das nicht möglich, das Projekt. Wir spielen jeden Tag, muss man sehen. Von Montag bis Freitag und dann noch jedes zweite Wochenende ungefähr, ist immer irgendwo ein Spieltag. Muss organisiert werden mit Spielleitung, mit Schiedsrichtern, mit der Beschaffung der Plätze und den ganzen anderen Dingen, die drumherum sind. Jetzt ist die Finanzierung der gesamten Konzeption noch ohne eine wirkliche Grundfinanzierung im Moment möglich oder nicht mehr lange möglich. Die ist sehr, sehr restriktiv, würde ich sagen, von der Seite her, dass wir von den öffentlichen Zuschüssen zwar gerne irgendwo immer eine Zusage, nur aber leider über Kleinstbeträge bekommen, die nicht ausreichen, um eben einfach ein vollkommen endlich mal wirklich notwendiges Personal in auch sozialpädagogische Richtung, in der Verwaltung, in der Organisation mal irgendwo finanzieren zu können. Das muss alles dann im Moment über freiwillige soziale Jahrunterstützung. Ich habe 3 Mitarbeiter im freiwilligen sozialen Jahr in der Liga, die hier einen unglaublichen Job machen. Ne? Denn das geht nur über das Engagement, das über die normale Arbeitszeit hinaus gefordert wird, ist möglich gemacht wird. Und von daher sind wir natürlich jetzt auch ganz entscheidend auf der Suche nach einem auch privaten Sponsor, der mal das Projekt über einen längeren Zeitraum dann einfach unterstützt. Ne? Sagt, da stelle ich was bereit, darf sich natürlich dann auch entsprechend präsentieren. Die Möglichkeiten werden wir ihm schon schaffen. Aber das ist, was unser großes Manko ist. Wenn man jetzt natürlich die Perspektiven für die Zukunft sieht, das Weltfestival, das für nächstes Jahr geplant ist, wo wir große Unterstützung jetzt von der Stadt und auch vom Stadtrat bekommen haben, das wird natürlich als abgeschlossenes Projekt gegenüber dem Regelbetrieb sehen müssen. Denn der Regelbetrieb, der läuft dennoch weiter und hat immer noch eine Unterfinanzierung. Denke ich, dass wir mit so einem Großevent da vielleicht schon uns ein bisschen leichter tun werden. Dann müssen wir uns gleich nochmal, ich falle Ihnen kurz ins Wort, liebe Zuschauer, liebe Sponsoren, sollten Sie denn gerade eben eingeschaltet haben. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, sich das Projekt nochmal in aller Ruhe anzuschauen. Und zwar unter buntkicktgut.de, alles in einem Wort geschrieben. Und da steht detailgenaues drin, worum es in diesem Projekt geht, wie es funktioniert. Und wie gesagt, liebe Sponsoren, fühlen Sie sich aufgerufen. Sie werden mit Sicherheit eine ganz prominente Platzierung auch bekommen, weil, Herr Heitz, Sie haben es gerade schon angesprochen, für die WM 2006, da gibt es große Pläne. Was wird da passieren? Das Weltfestival, das kommunizieren wir jetzt schon seit 2001.
2001, kann man sagen, seit nicht 1991, ist ein Plan da, wenn wir schon natürlich jetzt in Deutschland die WM haben, dass wir da natürlich auch den Straßenfußball entsprechend in Szene setzen, auch als soziales Projekt dann eben die Öffentlichkeit eben gewinnen können, mit der Aufmerksamkeit, die die Medien in der Zeit hier dann auf Deutschland richten werden. Das heißt, Fußballer, die Sie unterstützen eigentlich? Ich denke mir das gerade. Ich meine, da gibt es doch einige, die kommen aus dieser Szene raus. Gibt es denn da welche, die sich da hinstellen und sagen, Mensch, wir machen mal was mit euch? Natürlich, wir haben schon immer wieder auch mal Gäste gehabt. Natürlich war Hasan Salihamidzic bei uns, früher mal Paolo Sergio. Da war schon gerne Unterstützung. Auch selbst Gerd Müller, unser alter Bomber der Nation, hat sich da gerne mal schauen und hat mal vorbeigeschaut. Auch Bayern München ist selbst an dem Projekt bestimmt interessiert. Ist mir bekannt, dass also auch bei FC Bayern München das Projekt einen großen Stellenwert genießt, bei TSV 1860 München auch. So haben wir da mit Sicherheit unsere guten Voraussetzungen, vielleicht auch da mal Unterstützung und weitere Unterstützung zu kriegen. Aber es ist halt auch aufwendig natürlich, diesen Bereich der Marketing, des Fundraisings, des Kontaktsuchens aus dem Alltagsbetrieb, der unheimliche Energie und unheimliche organisatorische Leistung bringt, auch noch zu ziehen, ne? diese Aktivität. Das muss man betonen. Jetzt haben wir schon gute Mitarbeiter und viele, die auch auf einer ehrenamtlichen Basis ihre Kontakte und ihre Kenntnis und ihre Unterstützung mitbringen. Und denke, dass es da jetzt für die nächste Zeit vielleicht ein bisschen leichter sein könnte, aber wir sind noch im Suchen. Herr Halt, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Das ist eine spannende Geschichte, liebe Zuschauer. Bund kickt gut. Das werden Sie spätestens zur WM 2006 dann auch auf den Münchner Straßen richtig erleben, wenn Sie sich vorher erkundigen wollen. Die Internetadresse haben wir Ihnen gezeigt. Und vielleicht findet sich ja auf diese Art und Weise die eine oder andere Unterstützung. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren bei Mensch Meier. Und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Bis dann. Tschüss.